Schönen guten Morgen hier am Auto. Ich habe schon mal meinen Bluetooth-Dongle hier connected heute Morgen, um Karl Lauterbach twittert was, nein, um hier nochmal zu gucken. Wir haben irgendwie plus 3 Grad. Wie sich denn das Ganze so verhält? Ich setze mich mal rein. Auto startet dann auch. ID3 live, 2.3 Version drauf. Ja, mal gucken, wie sich das Auto hier verhält. Ups, es bleibt dunkel. Nee. Die inneren Werte jetzt hier mal kurz gucken. Was haben wir denn hier so drauf? Wir sind übrigens, glaub, von der Wegstrecke her vom Odometer knapp vor 10.000 Kilometern. Jetzt fast ein Jahr das Auto. Wir sind Ende Januar 2022. Ich habe es am 13. geholt. Hey, wieso bootet das Auto heute Morgen nicht? Ja, VW hat in letzter Zeit so ein bisschen Problems. Ich habe auch hier keine Online-Verbindung. Ist ja interessant. Ich trete mal die Bremse und schaue, was passiert. Jetzt geht er, ja, mein Online-Modus ist ja noch kodiert, geht deshalb nach 3 Sekunden schon weg. Er bootet mir hier in mein CarPlay rein. Das wollen wir heute nicht, heute Morgen. Da geht es seitwärts vielleicht drum. Ja, wir gucken mal so. Nee, es ist jetzt tatsächlich an. Das war jetzt gerade ein komischer Effekt. Ich hatte das Auto eigentlich aus. Aber wir beobachten mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall in, sagen wir mal, Fahrbereitschaft noch keinen Gang eingelegt. Das noch nicht. Und wir schauen mal hier bei den plus 3 Grad, was das Auto so tut. Es toggelt bei 1 Kilowattstunde rum. Ja, ab Start hier mal gemessen und ist unkritisch. Wir schauen hier unten, ob wir irgendwas in unserer Akkuheizung sehen. Mit dem Carscanner ist das hier jetzt ausgelesen. Die Pumpe läuft auf jeden Fall. Wenn man leise ist, hört man die auch. Wärmepumpe oder beziehungsweise Akkupumpe, aber das bringt natürlich nichts, weil er noch nicht heizt, also es ist im Leerlauf. Ich habe ansonsten hier, glaube ich, Klimaanlage aus. Ja, ich habe hier die Heizungen an, Sitzheizung und Lenkradheizung. Wenn wir die auch noch mal ausmachen, irritierende Anzeige. Ja, und jetzt geht irgendwas los hier. Da seht ihr, jetzt läuft nämlich die Akkuheizung hoch, weil bei meiner Version 2.3 nicht ab Werk habe ich ja auch oberhalb von 0 Grad die Akkuheizung in Betrieb. Ihr seht jetzt hier, der PTC-Heater von der Akkuheizung läuft los und die Batterietemperatur, ja, da passiert noch nicht so arg viel, ist die mittlere Temperatur, aber wir beobachten das schon und die Pumpe jetzt auch bei 70% Leistung, ich glaube mehr als 70% hat er da auch nicht so. Inlet ist praktisch vorne von dem Heater, was der da an Saft da reinschießt. Ja, es gibt da nochmal eine differenziertere Anzeige, habe ich, glaube ich, jetzt hier nicht. Kabinentemperatur, Outside-Temperatur, ja. Ich hatte noch eine detailliertere Anzeige hier. Ja, inzwischen kann der Carscanner eine ganze Menge von Daten auslesen. Ich habe diesen Dongle gerade dran. Das ist dieser LE-Link und ich lasse das ja hier gerade unter iOS laufen. Mal als Information, oh, ich habe hier zu viele Daten drauf. Wenn ihr es seht, ja, nee, also gucke ich jetzt nicht drauf. Ich scrolle lieber zurück hier, da kann man es besser sehen. Wobei man ja ein bisschen das auch beobachten wollen. Ja, solange das hier aktualisiert, gucke ich hier oben nochmal und ihr seht hier 5,8, fast 6 Kilowattstunden jetzt bei 3 Grad Außentemperatur. Da läuft die Akkuheizung los und das führt natürlich dazu, wenn ich jetzt fahre, ihr seht jetzt hier Heater Ampere, doch hier sind ja die Heater Amperes hier ausgelegt und auch der Flow, hier habe ich ja alles drauf. Was rede ich denn? Ja, so langsam Inlet-Temperatur bei 24, Akkutemperatur selber bei 6, das schafft er noch nicht, aber es läuft jetzt. Und was wir halt jetzt sehen, sobald ich jetzt losfahre, kommt natürlich hier unten auch eine Verbrauchsanzeige, so wie auf diesen anderen. Das ist mein Durchschnitt hier im Winter gerade, 1500 Kilometer gefahren, war um die 20, seit letztem Laden sogar mehr, weil ich da auch Kurzstrecke gefahren bin. Das ist genau das Problem, dass auf Kurzstrecke dann hier das Auto doch einen ganz schönen Verbrauch bringt. Hallo nochmal hier im Auto, das ist heute mal hier meine Kurzstreckenfahrt wieder, um einfach uns nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was diese 2.3-Version, die wir immer noch hier Anfang 2022 drauf haben, noch keine 3.0er, noch nichts Neues, was die noch so macht hier und vor allem nicht ab Werk. Ja, weil das war nochmal die Diskussion hier, ist das Auto eigentlich wintertauglich oder nicht? Ich habe da ja schon verschiedene Sachen zu gemacht und ich lese auch heute nochmal per OBD-Anschluss hier aus dem Auto was aus mit verschiedenen Dongeln. Ich habe hier noch andere Dongel hier am rumliegen und probiere die mal und zeige euch, welche da noch funktionieren und vor allem, ob man auch mit anderen Devices darauf zugreifen kann. Das ist so ein bisschen mein Thema und ein bisschen fahre ich so in der Gegend rum und habe deshalb Kurzstrecke hier unterwegs. Jo. Wenn euch sowas interessiert, abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein.
vielen Dank. Und jetzt Intro und dann geht's los. Also, Verbrauch haben wir hier im Stand. Ich schalte mal hier Bremse treten auf B. Ich schalte immer auf B, ich fahre immer in B. Wir beobachten das alles hier unten, kriegen wir vielleicht auch eine Kurve. So sieht's aus. Diese Werte hier sind für uns interessant. Noch ist die Batterie nicht aufgeheizt. Ja, hier unten habe ich auch nochmal die Temperaturen, was er selber sagt. Kabinentemperatur bei 4, außen 3 und in dem Akku jetzt irgendwie bei 6,5. Das kann auch keinen ordentlichen Verbrauch führen. Wir fahren aber jetzt mal ein Stück los und beobachten das einfach, wenn da hier die ersten Verbrauchswerte kommen. Ja, man fährt hier so ein bisschen und erstmal passiert hier gar nichts. Da sieht man noch keine Veränderungen. Je nachdem, was ich jetzt hier mache, kriegen wir auch Minuswerte. Das heißt, dann ist rekuperiert auch zurück. Klappt natürlich super. Wollen wir gerade mal hier so ein bisschen runter. Da seht ihr es. Aber noch keinen Verbrauchswert. Das hat er erst, wenn er mal eine gewisse Wegstrecke auch gefahren ist. Ich habe ja noch 0 Kilometer hier. Deshalb hier noch gar keinen Wert. So, wir fahren zum Discounter rum. Viele, die hier meine Videos schon ewig gesehen haben, wissen das. Strecke hier. Und mache jetzt so Kurzstrecken-Trips im Grunde. Keine Kilometer gefahren, halte ich schon wieder an. Das, was man eigentlich gar nicht machen soll, man sollte eigentlich zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, mache ich jetzt trotzdem mal. Und wir beobachten die Sachlage. Ah ja, super, mein Parkplatz ist frei. Muss gleich hier hinparken. Ja, also erster Kurztrip jetzt gemacht. Tripzähler immer noch hier sozusagen bei Null. Drücken mal auf Parken auch. Kuppeln aus sozusagen. Ja, und da kommt der erste Verbrauchswert und da sieht er schon 32. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, und dann, wenn man das dann sieht, dann denkt man natürlich, nee, dieses Auto ist überhaupt nicht wintertauglich, wenn dann solche Verbrauchswerte hier auf Kurzstrecke rauskommen. Die kommen aber raus. Jetzt seht ihr im Stand, habe ich immer noch die 5,5 kW jetzt da für die Heizung, für die Akkuheizung vor allem. Daher kommt das. Ja, es ist also eigentlich in Ordnung, weil das Auto will ja dann sich vorkonditionieren, damit keine Schädigung vom Akku passiert und ist eigentlich dann auf der Fahrt auch irgendwie, wenn man länger fährt, zumindest 30 Kilometer oder so, dann auch einen ordentlichen Wert bringt. So, wie sieht das hier aus? 10 Ampere läuft in den PTC-Heater rein von der Batterieheizung. Die Pumpe läuft mit 70%. Das ist Volllast eigentlich. Ich habe noch nie mehr als 70% gesehen. 34 Grad jetzt im Inlet, im Einlauf sozusagen. Bringt aber noch nicht viel. 8 Grad dann hinten. So, jetzt ist das Problem. Ich gehe mal hier raus. So, jetzt ist er hier ausgeschnallt und Bremse losgelassen. Das heißt, das System fällt jetzt hier zurück, aber ich sitze ja noch drin, kriege also auch noch eine Anzeige, läuft also weiter. Aber sobald ich jetzt hier aussteige, läuft das natürlich auf Null raus. Ne? Jetzt geht er auch schon runter hier ein bisschen, ja, seht ihr schon. Sobald ich aussteige, ist natürlich jetzt Ende Gelände und dann hält er sich so ein bisschen. Ich gehe jetzt kurz da drüben einkaufen und danach gucken wir mal, ob die Akkuheizung hier irgendwas schon gebracht hat. 8,5, 8 Grad haben wir jetzt da drinnen. Gehen zurück, guck mal von außen, bevor ich mich wieder reinsetze, wie das aussieht. Ja, hat irgendwie 10,5 Grad in der Batterie, 11 Grad, 25 noch im Einlass, aber ihr seht hier Heater und Pumpe natürlich komplett aus. Also das Auto macht, wenn es so dasteht, meistens nichts mehr. Ja, es läuft nicht so nach, vor allem halt nicht in der Batterieheizung. Da musst du schon aktiv die Vorklimatisierung anhaben über die App oder hier drin, dass er das noch macht, sonst macht er das nicht. Ich setze mich aber mal rein und beobachte das. Jetzt geht ja das System irgendwie wieder an. Ja, und dann reicht das normalerweise aus, dass es dann auch weiterläuft wieder oder wieder läuft. Gucken mal, ob wir das hier gleich sehen. Tür zu. Ich habe noch nicht die Bremse getreten. Das Auto also noch nicht wieder hier in irgendeine Fahrbereitschaft versetzt. Haben hier einen Standverbrauch, 0,6. Okay. Wofür Effekt? Normalerweise läuft das jetzt wieder los. Hat eine kleine Verzögerung, dass man, wenn man sich so reinsetzt und nur irgendwas aus dem Handschuhfach holt oder so, dass dann nichts passiert. Aber dann, ansonsten sollte er jetzt hier wieder vorkonditionieren, wie ich das immer so nenne hier. 3,5 Grad Außentemperatur. Ja, bei meinem Auto, bei meiner Variante macht er das so ab unterhalb bis 8 Grad so. Außentemperatur bei den neueren, die ab Werk das drauf haben, die haben da schon ein besseres Update. Da macht das erst unter Null. Yes. Okay, wir haben immer noch unseren exorbitanten Verbrauch. Wir fahren jetzt dann noch rum auf den Marktplatz. Hier läuft mein AI-Adapter immer schon los. Das wollen wir jetzt noch nicht. Das kommt erst später dran. Ja, vor allem, ihr seht auch hier jetzt den Umfang, was der Car-Scanner alles so an Daten hat.
Ja, das möchte ich natürlich auch auslesen weiterhin. Und ich habe ja hier nochmal die zweite Seite, auch, wo noch viel mehr Daten sind. Und ich habe auch hier drüben noch so Daten da über ja, verschiedene Einordnungen. Ich bin ja noch ein bisschen am Experimentieren, wo jetzt die ganzen Werte auch herkommen, vor allem auch die Durchschnittswerte und sowas. Deshalb spiele ich hier noch mit dem Car-Scanner ein bisschen rum, habe aber gemerkt, je nach OBD2-Dongle, deshalb Warnung, kann es sein, dass er mehr oder weniger Daten ausliest. So, ich will jetzt eigentlich vorführen, dass die Akkuheizung läuft, wenn ich schon drin sitze. Das tut sie aber hier bei mir jetzt heute gar nicht. Und ich habe gar kein Update drauf bekommen. Das ist natürlich wieder mysteriös. Das Auto verhält sich manchmal so, manchmal so. Ich musste auch die Woche mehrfach wieder resetten, weil ich keine Online-Verbindung hatte. Also Sicherung 19 ziehen. Ich habe da auch ein Video drüber gemacht. Ah, heute ist alles online. Das ist hier das eine. Das ist das Notrufsystem. Das ist komplett online. Nicht drücken. Ja, das ist komplett online. Ansonsten tut hier eigentlich auch alles gut. Was man auch so ein bisschen checken kann, ist, wenn man hier auf die Navigation geht und dann auf die letzten Ziele, hat er ja hier immer so eine Wolke. Und sobald hier die Zahlen auch grün sind, dann wisst ihr, das ist richtig online. Hat er nämlich berechnet, wie die Routen dahin sind. Zeigt doch hier so ein bisschen mit den Farben dann an, ob da Staus oder sowas sind. Ja, nur mal so als Hinweis, wenn ihr nicht wisst, bin ich online, bin ich nicht online. Wenn die nächsten Updates kommen, ist das ja wieder ein Thema. Ja, ich rede und es passiert nichts. Okay, dann dreht man doch mal die Bremse hier, das Bremspedal. Versetzen also das Auto jetzt richtig in Fahrbereitschaft, noch keinen Gang eingelegt. Ist ja mysteriös. Normalerweise geht die Akkuheizung nämlich schon an, wenn ich bloß drin sitze. Jetzt tut sich gar nichts, doch wir hören die Pumpe. Ja, hier 40% schon auf der Pumpe, aber die Heizung selber läuft noch nicht. Die versucht also noch mit dem, was schon im Vorlauf drin ist, die 15 Grad jetzt hier zu heizen. 11 Grad haben wir im Akku schon. Temperature gar nicht schlecht, ne? Okay, habe aber jetzt dadurch keinen exorbitanten Verbrauch, weil nur Pumpe anschmeißen zählt nicht so viel. Das funktioniert. Aber trotz allem, hier unten seht ihr immer noch die 54. Ne? Ja, ich fahre, glaube ich, jetzt ein Stück da zum Marktplatz rum und wir schauen uns das. Während der Fahrt kann man es im Auto ganz schlecht sehen, was er tut. Dann müsste man halt hier mit diesen Werten arbeiten. Aber ihr seht, Pumpe ist jetzt aus. Heizung ist nicht an. Ja, also ich habe heute... Bleibe ich kurz stehen und dann kann man auch noch mal im Stand das sehen. Ne, 0,5, da ist nichts. Wir fahren hier mal in unserem schönen Weilheim eine kleine Runde mit dem ID3. Wir fahren selten gerade. Ja, Pandemie geschehen. Ich bin im Homeoffice die meiste Zeit zu Hause. Das Auto steht vor der Tür, hat auch keinen richtigen Standverlust. Ja, trotzdem muss man irgendwann einmal aufladen. Es läuft dann doch irgendwann leer. Bin dann selber immer erstaunt, dass ich doch laden muss. Lade jetzt in der Tiefgarage, da können wir unter 20, 25 Cent die Kilowattstunden, das ist in Ordnung. Aber haben wir irgendwelche Werte hier? No, nichts passiert. Also Akkuheizung hat sich jetzt beruhigt, ist interessant, 3,5 Grad, 11 Grad, da seht ihr auch, da ist dann, irgendwann hört er dann auf. Also er hat eine Temperatur, wenn er die in der Batterie erreicht hat, dann sagt er so, das ist in Ordnung. Viele sagen, das ist zu wenig. Daher kommt dann auch der hohe Durchschnittsverbrauch bzw. die geringe Ladeleistung jetzt in dem Sinne. Also wenn ich die Batterie natürlich nicht ordentlich aufgeheizt habe, dann führt das zwangsläufig dazu, dass ich am Schnelllader nicht die 100 kW kriege. Und das hat auch viele aufgeregt. So, jetzt müsst ihr aber sehen, normalerweise startet ihr auf Langstrecke ja mit... sagen wir mal 90 oder 100%, fahrt dann 200, 250 Kilometer und dann erst aufladen. Ne? Und deshalb, ich glaube, auf dem Weg dahin zum Schnelllader, habe ich auch schon gezeigt, heizt sich die Batterie dann doch entsprechend auf, dass man auch die 100 kW fast bekommt. So, es tut sich bei mir jetzt hier, glaube ich, nichts mehr. Rückfahrkamera finde ich richtig cool. Wie parkt denn der da neben mir? Okay, da ist eigentlich noch ein Parkplatz. Ich parke mal hier. Und dann schauen wir nochmal an, ob wir irgendwie hier was haben. Okay, ich stehe jetzt hier auf dem Marktplatz. Ihr seht jetzt hier meinen Verbrauch, 28,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist natürlich zu viel, das ist nicht wintertauglich, sagen viele. Er hat jetzt die Batterie aufgeheizt auf 11 Grad, das ist in Ordnung. Alles aus, Pumpe läuft nicht mehr, es läuft auch kein Strom da mehr rein. Wir haben noch 14 Grad im Einlass. Ja, das ist eigentlich jetzt auch abgeschlossen und ihr seht da unten noch die Temperaturen. Er hat den Innenraum nicht aufgeheizt, weil ich die Heizung gar nicht anhab hier drin. Draußen 3,5 Grad, im Innen jetzt hier 5 und den Akku auf 11. Das ist das, was er so als Wohlfühltemperatur für das Auto vorsieht und dann hört er auch eigentlich
auf, hier zu heizen. Und dann sagen natürlich viele hier, wenn ich da 30 oder sowas hier Kilowattstunde auf 100 Kilometer hier angezeigt bekomme durch die Akkuheizung, dann ist das nicht wintertauglich. Das sehe ich gar nicht so. Das Auto versucht halt hier so ein bisschen, ja, einen Mittelweg zu finden. Akkuheizung, ja, nein. Kurzstrecke, ja, nein. Es wäre natürlich schön, wir hätten irgendwie Schalter dafür für das Ganze. So ein Joke sozusagen. Nee. Es funktioniert eigentlich schon und vor allem auf Langstrecke, wie gesagt, da fahre ich ja erst ein Stück, bevor ich da wieder dann lade. Da muss ich halt dann mal ein bisschen schneller fahren. Nee. Ja, die 100 kW im Winter zu kriegen, ist wahrscheinlich bei minus 10 Grad etwas schwieriger. Vor allem, wenn ich dann gleich nach 5 Minuten an den Schnelllader fahre. Aber sonst denke ich, ist wintertauglich das Auto. Und VW hat sich da auch bemüht, was zu machen. Man kann es besser machen. Ich weiß es nicht, ob es besser ist, erst unter 0 Grad mit der Akkuheizung anzufangen. Dann verschiebt sich es eigentlich nur. Jetzt merken wir es natürlich bei den leichten Plusgraden so. Ich sage mal, bis plus 8 Grad läuft das ganze System nämlich noch. Habe ich natürlich höhere Verbräuche, weil er vorsorglich hier versucht, die Akkuheizung, den Akku da eigentlich vorzukonditionieren und nicht zu schädigen. Ja, es ist immer so ein Kompromiss. Ich gehe da drüben jetzt mal auf meinem Marktplatz was einkaufen und dann gucken wir uns nochmal die OBD2-Adapter, glaube ich, an. Weil jetzt haben wir ja gesehen, was hier so an Werten rauskommt. Und das ist nämlich genau der Unterschied. Wenn ich jetzt einen anderen Adapter da anstecke und connecte, kann es durchaus sein, dass der weniger Daten liefert. Das wollen wir natürlich nicht. Also den hier, diesen LE-Adapter da, Bluetooth LE-Adapter, den durchsichtigen, den ich jetzt hier verwende, der liest meiner Meinung nach alle Daten aus. Der wird auch immer empfohlen für einen Car-Scanner. Ist ein bisschen teurer, kriegt man auch ein bisschen schlechter. Ist aber im Amazon drin, alle Links unten in der Beschreibung. Ich suche aber tatsächlich nochmal eine Alternative, beziehungsweise suche auch immer noch, sagen wir mal, einen anderen Adapter, der vielleicht ein bisschen sicherer ist, der einen Schalter dran hat oder irgendwie einen Code drauf hat oder sowas, ne? Ja, das ist immer so auch natürlich die Frage, kann ich ihn dran stecken lassen, weil ich habe das jetzt hier, ihr guckt es mal euch an, mit so einem Kabel verbunden und habe da auch so einen Schalter dran, kann das also gezielt ausschalten und liegt doch hier so ganz gut, da kann ich es gut sehen und auch schnell mal den Dongle wechseln. Aber jetzt mal kurz einkaufen und dann geht's weiter. Da ist mein Einkauf drin. So, ich wollte euch eigentlich nochmal hier unsere Ladestation Tiefgarage Weilheim unterm Rathaus zeigen. Ja, hier Rathaus. Zwei Plätze und leer. Ja, warum leer? Weil es hier zwischen was kostet. Ja, hier, ne, habe ich euch ja schon gezeigt. Funktioniert inzwischen auch und die Preise sind angepasst mit diesen ganzen Apps hier. Ja, Easy Park ist so die Empfehlung und ich benutze immer Parkstar. Easy Park ist natürlich besser, weil es hier auch einen QR-Code hat. Ist man direkt so dabei. Das ist unsere neue Ladestation. Interessant. Muss natürlich das Kabel mitbringen hier. Also selber einstecken. Ansonsten haben wir jetzt aber zwei Anschlüsse, das ist cool und es ist noch günstig. Wenn man so ausrechnet, ist ja ein Zeittarif, dann kommt man irgendwie so auf 20, knapp über 20, 25, 24 Cent die Kilowattstunde und ich finde es in Ordnung. Aber ihr seht, sobald es Geld kostet, kommt natürlich keiner mehr. Vorher hat man hier für 1 Euro aufladen können eigentlich, weil die Preise sind hier sehr, sehr moderat. Ich gucke aber mal vorne für euch nochmal, damit wir es richtig aktuell sehen. Ja, vorne ist irgendwo der Parkscheinautomat. Also parken hier ist sehr, sehr günstig. Und jetzt gibt es halt hier vorne, kannst du wählen, so ein Tarif noch hier, Ladetarif. Und dann sieht man hier, was ist auch, die haben es auch, glaube ich, hier geschrieben, 1 Stunde 2 Euro. Und dann kann man sich ausrechnen, je nachdem, was für eine Ladeleistung, 11 kW kommen dann normalerweise, das eigene Auto hat. Die Zoes sind ein bisschen besser dran. Ich weiß nicht, ob die mehr als 11 kW dann da kriegen. Ist das recht günstig, ne? Also, so ist der Stand der Dinge. Aber verweist, wenn es Geld kostet. Bisschen schade da. Die Leute sind echt Pfennigfuchser hier. Steht das Auto bereit für den OBD2-Test. Ne? Ja. Kann übrigens den Dongle und auch das ganze System hier durchaus im Auto lassen. Das ist gar nicht so problematisch. Nur beim Initialisieren geht immer die Alarmanlage los und wenn das Auto abgeschlossen ist. Das ist noch so eine Sicherheitseinstellung hier von VW für den OBD2-Adapter. Jo, Leute, so ist mal mein Stand der Dinge hier. Also das hat jetzt super funktioniert hier. Man sieht auch die ganzen Werte, die da ausgelesen werden. Noch eine Reihe weiterer hier. Das funktioniert alles toll. Und wenn ich das jetzt auch mal stoppe, dann kann man auch schön schauen, was denn da der Car-Scanner denn eigentlich so macht. Sekunde, muss man hier zurück. Machen wir mal hier trennen, weil der zeichnet das ja auch auf. Das ist ja hier eigentlich der große Vorteil. Ja, geh mal weg.
kannst auch inzwischen Geodaten, das habe ich noch nicht angeguckt, das ist eine neue Version. Also hier auch immer die Verfolgung von meiner Seite, was das noch sonst so kann. Ja, heutiger Tag hier, 29. Das hat er aufgezeichnet. Ich kann mir jetzt hier gucken, was ich alles da angezeigt haben will. Wir schauen mal. Oh, er hat jetzt natürlich ziemlich viel, weil ich da so ein bisschen hin und her geswitcht hat. Hat er jetzt natürlich sämtliche Daten aufgezeichnet oder zumindest teilweise. Ich muss mal was raussuchen mal. Batterieausgangstemperatur, Batterieeingangstemperatur. Ja, also ihr könnt jetzt die verschiedensten Werte jetzt hier euch angucken. Die Batterieleistung, Minentemperatur, Sensor. Jetzt habe ich hier ein bisschen zu viel Daten, okay. Hier den Strom von dem PTC-Heater. Mir fehlt jetzt noch eigentlich meine Pumpe, die möchte ich auch immer. Umweltpumpe, Vorlauf, das sind aber, weiß ich nicht, was ist das denn? Sind das die Temperaturwerte? Oh, die haben mir die Bezeichnung irgendwie geändert. Ja, nicht ganz so einfach, hier die richtigen Sachen rauszusuchen. Na, drücken wir mal, okay. Gut, jetzt kann ich hier mir noch fragen, was ich haben will. Oh, ist neu hier, Karte und Grafik, müssen wir gleich auch mal probieren. Sage ich mal, auf einem Diagramm, das ist dann meistens, ja, es geht gerade noch, ja. Man sieht hier schön die Umwälzpumpe, doch ist jetzt in Prozenten, also wann die Pumpe lief, wie es geheizt wurde. Und dann sieht man auch die beiden Temperaturkurven da in Rot und Grün. Was ist das bei mir? Das sind die Batterieeingangs- und Ausgangstemperaturen, genau. Auch nicht schlecht. Batterietemperatur habe ich jetzt so separat nicht. Ja, aber ihr seht das hier, man kann das dann so aufbereitet hier darstellen. Und was ist eigentlich nochmal interessant ist tatsächlich, drücken wir hier nochmal OK. Wir können die auch auf Diagramme aufteilen, also auf Einzeldiagramme. Da sieht man das auch nochmal deutlich. Es geht auch übrigens auch im Querformat. Wer es nicht glaubt. So, das geht auch. Also ich finde den Car-Scanner eigentlich ganz gut. Aber machen wir jetzt nochmal Hochformat. Das ist gut. Gucken uns aber mal die neue Funktion nochmal an hier. Tatsächlich mit Grafik und Karte. Ah ja, dann zeigt er auch, wann mal wo gefahren sind. Und ich kann hier das ablaufen lassen, beziehungsweise, hey, das ist ja cool. Ey, ich glaube, ich muss das mal auf dem iPad probieren. Ah, das ist ja cool. Und ich kann das hier auch laufen lassen und noch die Geschwindigkeit irgendwie erhöhen. Geht denn das? Mal laufen lassen. Stand ich natürlich rum, aber wie kann ich hier das noch ändern? Weiß nicht, muss mal ein bisschen rumprobieren. Aber man kann hier was, das fehlt noch. Eigentlich ein bisschen. Doch, hier kann ich's. Aber ein bisschen schneller. Ich stand da rum, also rumstehen ist natürlich nichts. Ein bisschen hier gucken in dem Bereich, wo ich dann auch gefahren bin. Na, er mag mich nicht. Gut, also Carscanner, hey. Carscanner kann jetzt noch tolle neue Sachen. Wir gucken mal im Querformat. Na gut. Okay, ich brauche da einen größeren Bildschirm, Leute. Ich sehe es schon. Carscanner, hey, Geheimtipp. Ist ja super. Okay, aber leider kriege ich die Fahrt nicht hin. Da bin ich doch gefahren. Läuft er jetzt da? Muss doch irgendwann mal fahren. Ich stehe schon wieder. Na komm, Junge, jetzt fahr doch mal irgendwann. Ne, ich stehe ständig. Fahrten habe ich nicht. Also wenn man jetzt länger fährt, dann sieht man das natürlich besser hier. Ey, Geheimtipp, Carscanner. Ich habe jetzt disconnected und schalte auch mal aus hier. Und wechsle mal den Dongle. Und dann gucken wir mal, ob wir mit einem anderen Dongle da eigentlich auch zurechtkommen. Hier, was habe ich hier da? Diese WeGate-Geschichte habe ich da. Den kann man testen. Und ich habe noch einen anderen hier. Der wird auch immer genannt. Der ist auch von WeGate. Oder was ist denn das für einer? Ist irgendwie ein anderer. Ist auch ein bisschen größer. Hier, doch V-Link MC Plus. Die werden immer genannt, weil ich habe ein Problem. Ich möchte eigentlich das mit dem A Better Route Planner möchte ich das eigentlich hier connecten. Weil der A Better Route Planner, hier Versionsverlauf, irgendwann haben sie gesagt, dass man da nämlich, ich weiß gar nicht wann es war, dass man jetzt auch einen OBD2-Dongle direkt verbinden kann. Und ich sehe auch gerade, hier gibt es wieder eine Aktualisierung, die mache ich mal, weil ich habe es nicht hingebracht. Also ich habe leider das nicht hingebracht, dass er tatsächlich öffnen, das verbindet mit meinem Dongle. Hier, jetzt muss ich ihn doch nochmal einschalten. Also ihr seht jetzt hier, Dongle ist eingeschaltet. Und müssen wir in der Konfiguration gucken. Ich will nicht die Konfiguration hinzufügen. Ich will konfigurieren. Moment mal, wo geht denn das hier? Glaube ich hier oben, ne? So. Hier habe ich auch irgendwas. Wo kann ich das jetzt mit dem OBD2 einstellen? Lass mal suchen, wo das hier ist. 82% habe ich. Er zeigt mir 83 an. Ist auch irgendwie online. Das ist interessant. Ich glaube über
Über was ist er denn eigentlich online gerade? Über Tronity, glaube ich. Also das ist schon mal, das gibt verschiedene drei Möglichkeiten. Man kann hier über drei Möglichkeiten jetzt diese Werte daherbringen. Über Tronity, das habe ich eh an, weil ich das da tracke so ein bisschen. Leider sind ja noch keine Fahrdaten dabei. Und, ja, hier gucke ich gerade mal. Und man geht auch über EV Notify, geht das auch. Und jetzt auch neu direkt. Und das direkt möchte ich gucken, würde ich euch zeigen, wie das hier geht. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo ich das einstellen kann. Haha, ich habe es doch schon gesehen. Wieso finde ich das jetzt hier nicht? Einstellungen, mehr oder weniger Einstellungen. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Live-Daten. Mal schauen hier. Irgendwo konnte ich da... Hier, Live-Daten entkoppeln erstmal wieder. Und dann muss ich irgendwo gucken, wo ich das neu einstellen kann. Gut, ich habe jetzt mal den entkoppelt. Und dann zeigt er mir hier... Ah ja, hier sind die Möglichkeiten auch. Da seht ihr es. Direkte Verbindung selber mit dem Dongle. Dann über Tronity, das habe ich normalerweise. Oder über EV Notify. Ja, und Generic gibt es auch noch, wenn man selber was programmiert hat. Ist ja interessant. Gut, wir verknüpfen mal mit einem OBD2. Ja, hier, das ist nochmal eine Warnung, ganz klar. Wir haben den Dongle auch an. Erstmal einmal Security, aber auch Safety-Warnungen. Habe ich alles verstanden. Und jetzt sucht er mein Bluetooth-LE-Gerät. Und das Problem ist, ja, irgendwie habe ich keins. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Ja, da kommt was. Ah ja, er hat jetzt was. Ah, mal ein bisschen warten, aber er zockelt. Oh, er verliert hier immer die Verbindung oder er findet ihn nicht richtig. Na, versuche mal zu drücken. Ich habe aber schon gemerkt, dass ich zumindest mit dem letzten Update es nicht hingebracht habe. Ich habe jetzt im Hintergrund auch nochmal alles kurz ausgeschaltet, dass also nichts im Hintergrund läuft. Aber ihr seht es hier, er hat irgendein Problem, dass er das Gerät hier, es bleibt nicht stehen. Das ist ein bisschen schade. Ich schalte mal kurz hier den Dongle. Dann dürfte er ja eigentlich gar nichts anzeigen. Ich habe auch kein zweites Gerät hier am Laufen, was da irgendwie da kommen könnte. Es ist noch niemand um mich rum eigentlich. Ja, ihr seht, jetzt kommt da gar nichts. Dann kommt doch irgendein ZX kommt da immer. Das ist auch mysteriös. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt mal nochmal an. Und dann kommt der normalerweise, aber er bleibt nicht so richtig so stehen, dass ich hier drücken kann. Ich hatte es schon ein bisschen besser. Da kommt er. Ich versuche mal, jetzt habe ich's. Ja, er versucht. Okay, ist das Update jetzt doch besser? Erfolgreich abgeschlossen. Okay. Ah, das war jetzt ein bisschen tricky. Das sieht ganz gut aus. Er hat jetzt doch verbunden hier mit dem LE. Also das habe ich beim letzten Mal noch nicht hingebracht. Da muss ich mal echt gucken, dass man die Updates drauf hat. So. Mal schauen hier. Fahrzeugdaten zurück. Nee. Ich will jetzt ja einfach nur die Fahrzeugdaten sehen. Junge, ich will doch bloß die Fahrzeugdaten sehen. Wie komme ich denn jetzt? So, ich glaube, ich hab's jetzt. Ja, irgendwie 83%, das könnte passen. Ja, ist er online? Sieht ganz gut aus. Jo, also ich hoffe, dass er das jetzt hier so hat. Wir machen mal eine kurze Navi. Fahre von meiner Position zur Arbeit und sage, fahr mal. Und mal schauen, das zeigt er mir auch sauber an. Gut, würde auch jetzt berechnen. Also ich hoffe, es stimmt. Ich kann jetzt schlecht was dazu sagen, weil ich... Wie gesagt, hier hat man ja vorhin schon die 83 hier. Ich weiß nicht, was diese Anzeige jetzt hier bedeuten soll. Ich hoffe, ich bin jetzt online irgendwie. Sieht eigentlich so aus, ne? Oder was meint ihr? Bin ich online? Oh. Also, ich habe mich jetzt echt gewundert, dass das funktioniert hat. Ich bin aber mit dem Teil hier leider nicht so 100%. Also, hier sagt er zumindest, er war connected. Das ist gut. Nee, hier, guck mal. Da habe ich wieder so einen Nicht-Verbunden-Status. Ha. Junge, was ist denn das jetzt? Nee, es ist irgendwie nicht so, wie es soll, oder? Ist irgendwie noch nicht so toll. Hier bin ich aber jetzt wieder verbunden. Ah, was ist da los? Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Guck mal, hier zeigt er mir sogar die Batterietemperatur an. Ja, das ist ja interessant. Also er liest auch weitere Daten scheinbar schon über OBD dann aus. Das ist cool. Ja, also ich fahre jetzt natürlich nicht, von daher sehe ich jetzt vielleicht auch nicht so viel. Ja, also es ist schon interessant mit dem Better Route Planner jetzt hier, wenn er das natürlich kann und das vielleicht auch, sogar auch noch dann erweitert wird. Ne? Das ist schon cool, ja. Und hier der Kilometerzähler ist auch korrekt. Hey, ich bin ganz begeistert hier. Ne? Viele fragen sich auch mal, wie sieht das an einem CarPlay aus? Deshalb mache ich hier meine CarPlay-Verbindung.
So, wo ist er? Da, der Better Route Planner. Sollte ja eigentlich die Kurve gerade übernehmen. Ja, hier zur Firma. Okay, starten wir mal. Und dann sollte hier auch die Anzeige kommen. Da haben sie jetzt, glaube ich, aber noch nicht erweitert, dass sie da noch mehr anzeigen. Das funktioniert aber schon mal. Kann ich da irgendwie drücken? Nee, ich kann dann nur hier irgendwo doch noch den Modus umschalten. Ja, da seht ihr noch, das kann ich. Bisschen hier an dem rumspielen. Ich weiß nicht, ob sie noch mehr Möglichkeiten haben, dass ich hier auch das Ganze sehe. Das ist immer, ja, da ist noch in Entwicklung. Aber das sieht man schon mal hier gut. Das ist schon mal hier das, was ich eigentlich haben will. Ich hätte natürlich gern diese Burndown-Kurve hier, muss ich euch ehrlich sagen. Gerade mal gucken, ob das Update hier irgendwas gebracht hat. Ja, ansonsten sehe ich hier auch nicht so arg. Ich müsste mal einen richtigen Plan reinmachen mit einer längeren Strecke. Dann schauen wir mal hier. Gespeicherte Pläne. Das hat mich bisher auch nie funktioniert, dass er mir hier was angezeigt hat. Ich bin eigentlich richtig connected. Ich habe auch die Premium-Version und alles. Also da kam bei mir noch nie was. Ja. Oh, hier unten sehe ich es gerade. Jetzt habe ich angefangen zu fahren sozusagen. Dann zeigt er mir ja auch eher den Burndown. Ja. Also das ist noch neu, dass er jetzt hier das ordentlich rausliest und dann den Burndown hoffentlich auch ein bisschen zeitnäher hat. Leider hier drüben noch nicht. Gehen wir mal zurück hier. Da bleibt diese Anzeige so stehen. Mehr kann er da nicht. Das wäre natürlich super, wenn er das auch hier anzeigen könnte. Das da. Gut, dann muss man halt doch mit zwei Anzeigen wieder arbeiten. Ist ja auch nicht so schlecht. Ich hatte das ja meistens hier auch daneben geklemmt. Ich habe ja hier mehr so einen Halter gemacht. Mal kurz hier meinen Verstärker dran machen. Ja, ich habe hier schon ein Problem mit meinem Magneten. Alle diese ganzen Halter sind alle auch in der Videobeschreibung. Ich habe hier gerade so ein Case, was hinten so ein Magnet dran hat und dann kann man sich das hier so hinklemmen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und das wird auch dann hier der ordentliche Fahrmodus. Ne? Also das ist genau das, was wir mal haben wollen, den Burndown und dann hier die große Anzeige. Ich checke mal hier. Nächster Schritt. Eigentlich, da passiert aber hier drüben nichts. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, ob er das hier 3D-Perspektive. Er ist mit CarPlay connected. Ich glaube, das macht er dann hier nur auf seiner eigenen Anzeige. Ne? Ah, zeigt mir jetzt gar nichts Ordentliches hier. Ja, ich bin da echt immer noch. Hä? Hey, Junge, mach doch mal Nordausrichtung. Es reagiert schon irgendwie. Also wie ich das haben will, habe ich es nicht. Detailliert. Das ist dann die Anzeige hier unten. Passiert aber jetzt hier drüben nichts. Ja. Ah, Leute, ich kann es nicht bedienen oder es geht nicht so, wie ich will. Ich wollte eigentlich jetzt eine Übersicht hier. Ich kriege die Übersicht nicht hin. Ich kann natürlich hier irgendwie scrollen, das geht schon. Also hier zumindest. Ja, und dann sehe ich auch alles irgendwie. Das hat doch mal schon alles funktioniert. Also ich bin mit der Bedienung hier vom Better Route Planner nicht so 100% zufrieden. Ich kann hier ja prinzipiell, nee, kann ich nicht, Leute. Ich kann, das mag er nämlich nicht. Also, und hier diese Umschaltung tut nicht so 100%. Er macht zwar irgendwas. Eigentlich sollte er dasselbe machen, was er hier auch macht. Kriege ich aber gerade nicht hin. Gut, wir haben die rotierende Ansicht. Das ist okay. Da geht die Nordansicht eigentlich. Das ist, glaube ich, gerade gleich. Von daher, na doch, nee, sieht man so ein bisschen. Aber ich kriege die Gesamtansicht nicht gerade hin. Na gut, aber ihr seht, es funktioniert und das ist noch unser eigentliches Ziel, dass diese Anzeige hier drüben auch kommt. Jetzt habe ich hier den Dongle ausgesteckt, kommt keine Fehlermeldung, das ist natürlich nicht so gut. Also das ist der Dongle, der jetzt tatsächlich hier auch funktioniert hat. Das ist ja natürlich schön, wenn man dann einen verwenden kann, also der sowohl im Carscanner als auch jetzt hier doch im Better Route Planner funktioniert hat. Ihr habt aber gesehen, ein bisschen schwierig zum Verbinden und ich nehme jetzt mal einen anderen, nämlich diesen hier. Diesen iCar Pro. Was ist denn das hier? WeGate. Den probieren wir jetzt mal. Der hat, soweit ich das hier sehe, auch keinen Ein-Ausschalter. Ich glaube, ist immer gut. Ihr habt so ein Kabel noch dazwischen, wo man einen ausschalten kann. Sonst sehen die alle gleich aus. Manchmal sind die auch größer. Dann ist das auch vielleicht ein bisschen problematisch, wenn er die direkt einsteckt, dass die dann zu weit raushängen. Kein Kabel verwendet, aber der ist jetzt hier so kompakt und man kann auch gut reingucken. Warum muss man reingucken? Es geht eher immer um die LEDs. Reingucken muss ich nicht. Sonst nichts Auffälliges hier. Bluetooth LE 4.0 ist auch empfohlen. Ist in der Liste drin von Better Route Planner. Angeschlossen. Eingeschaltet. Macht was. Macht nicht viel. Checken wir mal. Better Route Planner meint immer noch, er wäre connected. Kann ja gar nicht sein.
Wir kommen jetzt nochmal zu meiner Konfiguration hier. Also ich tippe hier, hier unten, da ist die OBD2-Connection. Da sagt er nochmal einverstanden. Und sehen wir jetzt hier was? Jetzt ist das ein bisschen stabiler, die Ansicht. Was dieses ZX ist, weiß ich nicht. Jetzt probieren wir mal den V-Link hier. Er lest rein. Ja, sieht gut aus. Also das ist jetzt tatsächlich ein bisschen besser als mein LE-Adapter. Gehen wir hier mal zurück. Und er bringt mir hier die Werte. Bin jetzt nicht ganz sicher, weil hat er ja eben schon drin gehabt. Also müsste ich vielleicht mal ein Stück fahren und dann gucken, ob sich das verändert. Das hat also jetzt gut funktioniert. Wie sieht das beim Dongle aus? Ja, man sieht, dass er eine Verbindung hat. Also der ist jetzt tatsächlich zu empfehlen, dass er gleich funktioniert. Ist, glaube ich, auch ein bisschen günstiger als unser anderer hier, den ich ja standardmäßig verwende. Der hat auch funktioniert, aber ihr habt gesehen, es war ein bisschen schwieriger, die Verbindung aufzubauen. So, jetzt ist natürlich die große Frage, ob mein Carscanner damit funktioniert. Das will ich ja eigentlich auch sehen. Genau, was macht er eigentlich hier auf dem Ding gerade hier? Ich habe, glaube ich, gerade die Navigation beendet. Moment mal. Mal hier gucken. Starten wir nochmal die Navigation. Was ist jetzt hier? Oder hier nochmal starten. Dann müsste das auch da bringen. Bringt er jetzt auch. Und da bringt er auch den Burndown wieder. Ja, aber da war gerade, also ich hatte ja definitiv ausgesteckt und dann hat er immer noch angezeigt. Also da bin ich nicht ganz sicher, was der hier gerade so macht. Aber die Kombination hier, das ist es, Leute. Das will ich. Und ich will das hier drin haben. Ich will hier, wenn ich hier draufklicke, will ich diese Kurve haben, Leute. Wieso macht ihr das nicht? Kriegt ihr das nicht hin? Dürft ihr das nicht? Ja, da bin ich nochmal gespannt, ob da noch eine Verbesserung kommt. Jo, super. Jetzt aber Test mit dem Carscanner. Also hier mal das alles beenden und ausstecken, disconnecten. Ich schalte hier drüben auch nochmal definiert aus. Habe jetzt die App beendet. Schalte nochmal definiert ein. Carscanner weiß noch von nichts. Ich drücke mal auf Verbinden. Er sucht irgendwie was. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier irgendwie konfiguriert werden muss nochmal oder ob er das einfach kann. Ich glaube, ich muss das eigentlich nochmal konfigurieren. Hier tut sich nichts am Dongle. Verbinde mit irgendwas, sagt er. Sieht aber nicht nach Verbinden aus. Nee. Da sagt er irgendwie Edge Badge. Kann aber sein, dass ich das nochmal konfigurieren muss, da oben. Dass er nämlich, ja, was ist denn das hier noch für eine Auswahl? Ah, da kann man noch mehr verschiedene Sachen machen. Ich muss hier den Gerätenamen angeben. Ja, das ist nämlich das Problem. Suche automatisch nach einem Gerät. Eigentlich ja. Ich versuch's mal. Was ist denn immer dieser Dinger da oben, der ZX? Also, das weiß ich nicht. Das ist das eigene Gerät. Ich habe irgendwas hier im Umfeld. Gut, das ist das Gerät, was ich jetzt habe, der V-Link. Er checkt mal. Hat er jetzt auch? Okay. Das sieht gut aus. Und hier drüben blinkt es auch. Ja. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man dann für jeden Dongle das neu machen muss. Wir verbinden mal. Gucken, ob was kann. Hier blinky, blinky. Hier sucht er das. Verbindungsprofil ID 3, ID 4. Ich hatte schon mal einen Dongle, der hat nur die Hälfte rausgelesen. Da hat er dann aber hier keine Meldung gebracht, dass er das nicht könnte. Das dauert jetzt verdächtig lang, muss ich ehrlich sagen. Mit dem anderen LE-Adapter ging das ein bisschen schneller. Ja, weiß nicht, was er da tut. Also die Verbindungsgeschwindigkeit ist nicht optimal. Da unterscheiden sich die womöglich dann doch auch, die Dongles. Ansonsten habe ich jetzt hier auch nichts Security-mäßig gemacht. Weder am Battle Route Planner gerade eben, als auch jetzt hier. Was tut er? Was tut er? Ah doch, er geht weiter. Zweiter Versuch. Nee, zweiter Versuch hört sich nicht gut an. Ne? Ich suche einfach einen Dongle, der für alles geht. Also für iOS, für Android und für hier auch für die verschiedenen Tools. Ne? Also Versuche, 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 schreibt er mir hier. Zündung muss eingeschaltet sein. Ja, die Zündung ist eigentlich an. Ich habe auch gerade die Bremse nochmal getreten. Aber er connected schlecht oder gar nicht. Mal schauen. Also, ob die Teile funktionieren, ist auch immer so ein Hinweis, was sie hier selber für Apps empfehlen. Ja, eigentlich ist das doch der Carscanner, den sie da empfehlen, oder? Ja, die so ähnliche ist gar nicht hier. Also eigentlich, wenn sie selber den Carscanner empfehlen, sollte der ja eigentlich auch tun. Das wundert mich jetzt hier. Das ist doch der Carscanner da, ne? Schreiben sie aber gar nicht. Schreiben hier Torque, Autodoktor, Fusion.
Die kenne ich alle gar nicht. Die meisten unterstützen nämlich nicht die ID3, ID4s. Deshalb, ich habe aber nicht mehr durchgecheckt. Also nachdem ich den Kraftkenner gefunden habe, habe ich nicht mehr weiter gesucht. Also explizit glaube ich nicht, weil er hat definitiv Probleme. Ist ja jetzt interessant. Ja, gut. Nee, ja, was machen wir jetzt? Abwarten mal kurz. Also mehrere Minuten hat er jetzt hier gemacht, hat aber jetzt hier aufgegeben. Nicht gut. Nein, funktioniert hier nicht. Ist ein bisschen schade, weil er mit dem Better Route Planner gut funktioniert hat. Dass er das hier jetzt nicht funktioniert hat, finde ich nicht gut. Drücke mal OK. Ist er aber irgendwie, glaube nicht richtig verbunden. Zeigt er irgendwas? Er sagt doch jetzt hier, nee, ist nicht verbunden. Also, obwohl er hier gar nicht, was ich mal definiert, wieder trennen. Nee, also er kann jetzt hier nichts auslesen. Nur Terminal-Modus, irgendwas faul. Das ist ein bisschen schade. Deshalb, wir geben jetzt hier, glaube ich, direkt auf und probieren mal den anderen Adapter, den ich auch noch hat, weil da bin ich ziemlich sicher, dass der auch in der Anleitung drin hat, dass der mit Car-Scanner tut. Seht ihr, hier hat er direkt den Car-Scanner drauf, so ist das Symbol. Das ist doch was anderes da, das ist der OBD Fusion, den ich da gerade hatte. Also hier wird definitiv mit Car-Scanner geworben. Das Teil ist ein bisschen größer, hat auch hier so einen Connect-Schalter dran, das ist auch interessant. Ja, ist nicht ein Ein-Ausschalter, ist ein Connect-Schalter, haben sie geschrieben. Ja, mal schauen, ob der jetzt gleich connected. Wii Linker MC Bluetooth LE. Ja, und ich mache immer gleich den Test hier mit iOS eigentlich nur. Na, Android kommt dann später, der Test. Noch irgendwas hier ordentlich draufstehen? Nee. Ja. Baut ein bisschen größer, ist also zum unten einstecken nicht so gut. Jetzt hier bei mir hier oben, jetzt an dem Verlängerungskabel, kein Problem. Anschalten. Ja, auch so eine Blinkerei. Soweit okay. Und wir schauen mal, ob das Teil jetzt hier irgendwie reagiert. Muss ich ja hier nochmal trennen sagen, auf jeden Fall. Ist ja nichts zu trennen da, was macht er eigentlich? Und wir schauen nochmal, wir müssen ja eigentlich in den Einstellungen das nochmal machen. Hier. Und das umkonfigurieren. Hä? Jetzt habe ich hier ein Problem, jetzt zeigt er hier gar nichts. Ich drücke mal die Verbindungstaste. Kommt dann hier drüben was? Neu laden. Da, hier unten. Jetzt habe ich hier was. Ich weiß nicht, ob man da jedes Mal die Verbindungstaste drücken muss. Wäre zur Sicherheit natürlich gar nicht schlecht. Ist natürlich ein bisschen nervig. So, wir haben das drinnen. LE und den Linker da drin. Also das muss man dann schon hier ordentlich einstellen. Wir gehen nach vorne zurück und drücken auf Verbinden. Und da gehe ich jetzt eigentlich davon aus, dass das einmal frei funktioniert, weil es ja in der Anleitung auch drin stand. Ja, ich glaube, er macht was. Ja, hat er jetzt hier connected. Schalten wir gleich unser Dashboard ein und gucken, ob wir auch die Werte kriegen. Ja, Geschwindigkeit ist in Ordnung. Ein bisschen schneller, habe ich den Eindruck. Hat jetzt auch alles geladen. Keine Leerstellen. Gehen wir mal hier auf meine zweite Seite, wo ich ja noch mehr experimentell habe. Oh, das läuft auch super schnell durch. Hey, das sieht gut aus. Also, das funktioniert. Ja. Hier hängt er jetzt doch ein bisschen. Aber es ist immer so. Das ist aber normal. Und ich habe auch einen Eindruck, ein bisschen schneller als der andere Adapter, den ich da hatte. Guck mal hier vorne noch zur Kontrolle. Also wie gesagt, ich hatte da einen Adapter, der hat zwar connected, hat aber dann hier Lücken drin gehabt. Den habe ich gleich weggeschmissen wieder. Habe ich auch gar nicht dokumentiert. Deshalb, ja, tut. Sieht gut aus. Scheint zur Verbindung kurz den Knopf zu drücken zu müssen. Wäre ein Sicherheitsfeature. Ist dann für mich auch in Ordnung, weil da war noch immer eine Lücke. Gut. Das funktioniert. Also, wir trennen hier wieder definiert und versuchen das mal im Better Route Planner zu connecten. Also, diesen Linker hier nochmal wieder ein ausgeschaltet, noch nicht den Knopf gedrückt. Hier drüben sagt er mir auch, wäre nicht verbunden. Ja, ob die alten Werte hat er aber da unten leider noch. Ist dann immer doof. Wie kriege ich den jetzt hier wieder verbunden? Hier runter scrollen auf die Connection. Ich habe verstanden. Mal schauen. Er hat diesen V-Linker jetzt hier. Das ist das Teil, das zeigt er. Das ist immer gut. Gucken. Und er verbindet gleich, ohne dass ich gedrückt habe. Und sagt fertig. Ja, das sieht gut aus. Wir gehen mal zurück. Weiß ich jetzt nicht, jetzt kann man natürlich hier nicht ganz sicher sein, dass er doch, er hat gerade reagiert.
Ich muss jetzt tatsächlich mal ein Stück fahren, um zu gucken, ob das wirklich so tut. Sagt aber verbunden, hat auch alle Daten reingelesen. State of Charge hier bei 81%, stimmt es? Kommt denn der plötzlich auf 81? Ja, stimmt hier auch. Also das sieht gut aus und auch, er hat den Kilometerzähler drauf und die Batterietemperatur hat er. Okay, ja, das funktioniert gut. Schön, gut. Frage war eigentlich schon mal, mehrmals können eigentlich zwei Apps sich gleichzeitig connecten. Also ich mache den Carscanner hier an, sag Verbindung. Der hat den ja noch gespeichert, den V-Linker. MC iOS wird aber nicht gehen. Also ich glaube, das ist exklusiv, die Verbindungen. Andere Möglichkeit ist noch, hier so einen Splitter reinzumachen und zwei solche Dongle da dran zu hängen. Das habe ich auch noch nicht probiert. Weiß nicht, wie gut das Busprotokoll da funktioniert. Aber das hier, glaube ich, das funktioniert nicht. Nee. Es kann nur einen geben. Also die beiden zusammen geht nicht, aber einer geht. Ich glaube, wir lassen das mal kurz so und fahren ein Stück und schauen uns die Sache in meinem Live-Betrieb an. Ich fahre da zwar nicht hin, aber trotzdem schalte ich das mal hier. Wir sehen da oben die Anzeige, hat sich auch leicht verändert. Aber es gibt keine Möglichkeit, hier mehr anzuzeigen. Das geht nicht. Und hier drüben sehe ich den Burndown. Ja, es ist die Frage, ob ich irgendeine vernünftige Anzeige hinkriege, dass ich beides sehe. Kann man da noch irgendwas konfigurieren, dass ich jetzt hier die anderen Daten, Batterietemperatur und so auch sehe. Guck mal hier mal, was wir noch alles so einstellen können. Ja, es gibt da schon noch verschiedene Einstellungen. Kartendaten. Weiß nicht, hier gibt es auch irgendwas. Kann man aber auch nochmal wählen. Sehe jetzt aber hier nichts, was irgendwie in die Richtung geht. Weiß nicht, wo ich das... Ich habe das doch vorhin eigentlich sauber gesehen. Ja, ist interessant jetzt hier. Ist schon so verspielt, dass man hier nicht mehr alles sieht. Na gut. A better route planner. Genug gespielt, jetzt fahren wir mal ein Stück. Schauen uns die Sachlage hier an. Wie das jetzt im Fahrbetrieb aussieht. Das ist jetzt mein Stand der Dinge hier und Empfehlung tatsächlich im Moment hier der V-Linker MC Plus. Das hat jetzt eigentlich gut mit beiden funktioniert, auf Anhieb, ohne dass man irgendwas Besonderes machen muss. Ich war mit der Darstellung vom Better Route Planner noch nie so richtig toll zufrieden. Es ist halt doch ein Bastelprojekt. Es ist natürlich nicht mit irgendwelchen Google-Karten oder so vergleichbar. Ich mache da aber nochmal ein richtiges Fahrvideo. Das ist jetzt nochmal hier ein erster Test, um die Datenconnection zu probieren. Ne? Ich kann natürlich keine großartige Abweichung jetzt hier bringen. Aber ich glaube, die Kombination hier, wenn ich den Burndown da haben will, dann muss ich das tatsächlich so kombinieren miteinander. Es wäre schön, Sie könnten das irgendwie auch noch in das CarPlay reinbringen. Das wäre cool. War es das jetzt für heute? Zwei Dongle ausprobiert, den einen dann werde ich wahrscheinlich wieder zurückschicken, wenn er so nicht tut, hat dann für mich keinen Mehrwert. Und das andere war jetzt hier, ja, mein alter Adapter hat eigentlich auch getan jetzt hier, das liegt dann tatsächlich auch an den Softwareversionen da vom Better Route Planner, ob er eine Verbindung aufbauen kann oder nicht. Das war jetzt hier interessant, neuester Update draufgespielt und schon tut's, gestern tat's nicht. Das ist jetzt hier so ein bisschen mein Fazit nochmal heute mit den Rumspielereien, aber ich denke schon, dass wir hier einen klaren Favoriten jetzt haben hier von den OBD2-Dongeln da. Mal überlegen, ob ich noch was anderes checken sollte, noch eine andere Applikation. Ja, ich müsste noch unter Android das nochmal kurz checken. Das wäre noch der Vollständigkeit halber interessant, ob der da auch connecten kann. Dann ist es der Universaladapter. Hingeparkt, alles klar. Läuft hier alles noch? Ja, also was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist tatsächlich, wie ich zu den anderen Werten komme. Ups, was ist denn das für ein Gag? Gut, da geht auch noch irgendwas. Ja, ich kann der Better Route Planner nicht bedienen, ihr seht es schon. Wie komme ich zu den anderen Werten jetzt hier von meinem OBD2-Adapter? Kurz gespielt und gefunden. Man muss hier drücken, dann hier drücken. Ja, drücke ich. Und dann sollte eigentlich eine Anzeige kommen. Ja, da war doch gerade eine Anzeige. Wo ist sie? Hier, da seht ihr es. Also wenn man das dann so hat, dann sieht man das. Leider noch nicht die kombinierte Geschichte jetzt gefunden. Burndown Chart plus diese Werte will ich ja eigentlich sehen, ne? Ja, also es läuft auf jeden Fall mit, sieht man hier. Er holt sich auch noch andere Werte. Das ist jetzt tatsächlich interessant. Ja, ob man noch mehr konfigurieren kann, weiß ich jetzt nicht. Da müsste man nochmal durchgucken. Aber soweit hier, das hat auf jeden Fall Potenzial. Soweit kann man mal das sagen. Ich hätte es gern halt noch ein bisschen besser auch hier drüben in dem normale Display.
da ist noch Potenzial. Sonst muss man tatsächlich so mit der Kombination arbeiten. Jetzt aber endlich umschalten auf Android und schauen, ob er da connecten kann, unser schöner WeLinker MC Plus. Also nochmal einen ausschalten hier. Ich habe jetzt hier eine Android-Oberfläche laufen. Das Tool habe ich euch ja auch schon gezeigt. Und da habe ich normalerweise auch den Car-Scanner drauf. Moment mal, wo ist er denn? Hier sind alle Tools, genau. Hier nochmal das neueste Update gleich drauf machen, damit wir auf demselben Stand auf jeden Fall sind. Adapter habe ich dran. Gucken wir mal, wie das hier drin aussieht. Wir müssen ja die Konfiguration anschmeißen. Verbindungsprofil hier angucken. Da habe ich nämlich den anderen auch drinnen. Und hier mal schauen. Und da ist der V-Linker. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Also unter Android funktioniert unser V-Linker nicht. Wir haben immer irgendeine Falle. Das ist jetzt schlecht, Leute. Was ist das hier? Oder muss ich den Connect-Dinger nochmal drücken? Mal schauen, was er tut. Was ist das jetzt? Nee, ist nicht unterstützt. Ich drücke mal diesen Connect-Knopf. Keine Ahnung, wozu der Connect-Knopf gut sein soll, wenn es auch immer so connected. Nee, das sieht nicht gut aus. Also ich glaube, da haben wir jetzt leider ein Problem. Das ist nicht gut. Also hier auf so einem Android-System läuft der leider nicht. Das müssen wir mit dem Handy vielleicht nochmal gegenchecken, aber das ist jetzt leider dann... Der Better Route Planner habe ich hier gar nicht drauf. Den ziehe ich mir aber auch mal schnell drauf. Es wäre einfach cool, wenn wir so One Adapter for All irgendwie hätten, ne? Dongle läuft, Better Route Planner läuft, Premium ist an, OBD2 ist nicht verbunden, hat irgendwelche Daten von irgendwoher, die wahrscheinlich vom letzten Mal. Und jetzt müssen wir hier mal die Connection machen. Ich bin mit allem einverstanden. Er sucht, mal schauen, ob er was findet. Gerade war doch da noch was. Nichts gefunden. Da ist er. Nehmen wir den mal. Und... Er macht irgendwas. Man sieht es nicht so richtig. Er macht was. Fehlgeschlagen. Auch das funktioniert nicht. Es ist nicht gut. Na, hat irgendwas hier. Ich sehe es dummerweise hier in der Anzeige jetzt nicht so gut. Mist, das kann man nicht scrollen. Ja, irgendwas hat er gemacht, aber wohl nicht vollständig. Schade eigentlich. Was will er jetzt hier? Das will ich eigentlich nicht. Ja, gehen wir mal zurück. Ich weiß nicht, was er mir jetzt hier erzählt. Ja, das ist ein bisschen doof, dass er die letzten Werte da anzeigt, obwohl er gar nicht verbunden ist. Nee, also sieht so aus, als ob unser V-Linker MC Plus das hier nicht kann. Ich kann euch aber sagen, dass der hier auch nicht tut. Von daher bringt das gerade gar nichts. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, der Vollständigkeit halber. Ich stecke das Teil hier nochmal ein, weil das hat ja eigentlich auch getan inzwischen. Na, vielleicht ist das doch der Universaladapter. Den nochmal. Wir sind hier unter Android, A Better Route Planner, und wir gucken nach unserer Connection. Da ist der Adapter. Warum springt er jetzt hierher? Das will ich doch gar nicht. Nee, hier kriege ich auch eine Fehlermeldung. Das funktioniert auch nicht. Ist ja doof, Leute. Wieso kommt jetzt immer das? Das will ich nicht. Also Verbindungsstatus... Komm, Junge, ich will das nochmal versuchen. Ja, ich krieg das hier nicht hin. Moment. Nochmal von vorne. Also, hier nochmal drücken. Da kommt der Adapter. Er versucht es irgendwie. Ist okay. Okay. Zweiter Versuch. Nein. Doch, jetzt hat er erfolgreich. Was ist denn das? Also, man muss da mehrmals probieren. Das ist natürlich jetzt hier seltsam. Wir gehen also hier hoch. Jetzt sagt er wieder nicht verbunden. Ah, Leute, also ich weiß nicht, ob hier der Better Route Planner irgendwie ein Problem hat. Schau nochmal. Sagt er aber hier wieder nicht verbunden. Obwohl er mir gerade gemeldet hat, dass es funktioniert hat. Ich bin nochmal einverstanden. Hier mal drücken. Baut die Verbindung auf. Leider sieht man den unteren Teil nicht, kann nicht scrollen. Erfolgreich hergestellt. Also eigentlich gehe ich jetzt davon aus, dass das ist in Ordnung ist, ne? Gehen mal zurück und scrollen nach oben. Aber hier hat er die Live-Daten. Mag er nicht. Warum? Kann ich euch nicht sagen. Der Rest funktioniert eigentlich.
Sieht zumindest so aus. Habe ich hier die Live-Daten nicht an? Ja, doch, jetzt hier verbunden. Ach komm, das Tool ist einfach nicht super programmiert, aber also ihr seht jetzt hier, unter Android funktioniert hier mein alter LE-Adapter durchaus, ja. Also das ist gar nicht schlecht, obwohl er verliert hier die Verbindung. Guckt mal, er toggelt da. Das ist aber mysteriös. Das gefällt mir jetzt hier auch nicht so. Leute, ich habe noch nicht die ideale Kombination hier gefunden, muss ich irgendwie sagen. Ich werde es weiter beobachten wahrscheinlich. Also was ich weiß, dass in dem Car-Scanner das eigentlich funktioniert. Da ist natürlich jetzt das Problem, dass die jetzt parallel wahrscheinlich nicht funktionieren werden. Das haben wir ja schon gehabt. Das heißt, ja, obwohl jetzt kommt hier so eine Meldung, das ist auch nicht gut. Nicht unterstützt ist natürlich die falsche Meldung. Eigentlich muss er sagen, hey, du bist gerade da drüben eingesteckt. Ja, ich kann den jetzt auch nicht disconnecten hier. Wie kriege ich den eigentlich disconnected? Das ist eine gute Frage, wie ich den jetzt hier auskriege, um das zu probieren. Ja, ich muss dann eigentlich in eine andere Konfiguration die Live-Daten ausschalten. Hier drüben kann man nämlich eigentlich die Live-Daten ausschalten. Das da sollte man hier ausschalten können, ne? So, aber ich weiß nicht, ob er jetzt disconnected ist. Das weiß ich nicht. Seht ihr, ich probiere jetzt hier ziemlich rum, weil eigentlich habe ich das hier schon zum Laufen gehabt. Ja, ah, das sieht gut aus. Ah, so disconnected man scheinbar. Okay, das funktioniert. Also der Car-Scanner hier in dem Android-System. Mal hier ganz zurück. Jetzt nochmal verbinden. Absturz, ups. Das war jetzt eine blöde Sache. Nee, hat irgendwie umgeschaltet. Ja, also der Car-Scanner unter Android funktioniert nämlich hiermit auch. Also das ist eigentlich mein Universaladapter bisher gesehen. Seht ihr, hier lädt er auch die Daten rein. Das funktioniert eigentlich. Ich habe jetzt hier nicht viel drin konfiguriert, muss ich euch sagen. Das ist nur mein Testsystem hier. Aber er lädt's. Ja. Oh oh, was machen wir damit mit dieser Erkenntnis? Ja, ich bin irgendwie zwiespältig jetzt unterwegs, ne? Seht mich etwas ratlos an der Sache jetzt hier. Interessant, interessant. Interessant jetzt, ne? Am Ende komme ich doch wieder auf meinen LE-Adapter, meinen geliebten. Wenn der nämlich jetzt hier im Better Route Planner funktioniert und auch auf allen Systemen, also unter iOS und unter Android, ja, dann bin ich eigentlich mit dem ja zufrieden, ne? Also das ist jetzt wirklich seltsam. Und unsere beiden anderen Adapter hier von WeGate, der ist, glaube ich, komplett durchgefallen. Der WeGate-Adapter hier, dieser iCar Pro, der hat ja gar nicht richtig funktioniert. Der hier von VGate, ja, der sah schon besser aus, hat aber leider Schwächen unter Android. Unter iOS lief er gut, sogar relativ schnell. Tja, da bleibt nur über das, was wir schon hatten. Dieser schöne Adapter hier, LE-Link OBD2, ist eigentlich weiterhin State of the Art hier. Ja, also ich werde das weiter testen für euch. Vor allem die Integration hier in der Better Route Planner finde ich natürlich genial, wenn das so funktioniert. Er ist verbunden, es funktioniert. Ja, und wir fahren zur Arbeit. Mal schauen. Ups. Recht stabil läuft das Ding hier immer nicht. Da sind wir. Und wir sagen Start. Genau. Jetzt ist er hier wieder weg. Was ist denn das hier? Ja. Also, da ist meine Idealkombination. So muss es aussehen. Ne? Und dann sagen wir hier starten. Und ab geht die Luzi. Yes. Bin gespannt, wie das hier weitergeht bei der Route Planner, bei Car Scanner. Denn ich werde wahrscheinlich hier immer wieder neue solcher Dongle, solcher Tools hier ausprobieren und euch dann zeigen. Und natürlich im Praxisbetrieb ist das. Das ist nicht hier nur zum Spaß mal so kurz von irgendeinem Händler was geliefert gekriegt, was geschenkt gekriegt, was zum Testen bekommen. Nein, das möchte ich ja richtig selber einsetzen hier im Alltagsbetrieb. Das ist der Unterschied hier. Und wenn euch sowas interessiert, dann abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein. Und ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video dann. Und tschüss.